Die ganzen Ehrungen, die mir im Laufe der Jahre zuteil geworden sind, die hätte es nämlich ohne dich nie gegeben. Dankeschön. Sollte das Reichswirtschaftsministerium deine Ausreise in die Schweiz genehmigen, werden 50.000 Franken fällig. Und für was bitte? Heil Hitler. Heil Hitler. Es ist nichts anderes als Lösegeld. Was will die Solfbande von Martha Liebermann? Ihr zur Flucht verhelfen? Nanny, Degas, haufenweise Liebermanns. In ihrer Wohnung hängen Schätze an den Wänden. Sie ist eine Landesverräterin. Um es kurz zu machen. Wir sollten Bilder veräußern. Nein. Eine gemeinsame Bekannte benötigt dringend Hilfe. Um was für eine Summe handelt es sich? 50.000 Schweizer Franken. Wir lassen Kopien von den Porträts anfertigen, anhand von Fotografien. Wenn auch nur eines fehlt, lande ich im KZ. Frau Liebermann, es geht hier um Ihr Leben. Das sind nur Bilder. Das ist mein Leben. Ich würde niemals freiwillig für die Gestapo arbeiten. Das wissen Sie, Frau Liebermann. Viele meiner Klienten waren jüdisch. Was ist denn in dem Koffer, wenn ich fragen darf? Das, was das Feuer übrig ließ. Besteck, Werkzeug. Ein bestriebenes Aas ist das. Wir brauchen nur mehr Dampf im Kessel, den werden sie bekommen. Den meisten Juden geht es deutlich schlechter. Sie wird bald einsehen, dass alles seinen Preis hat.